Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge F122 My Team Carry. Wir sind heute beim großen Preis von Aserbaidschan. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das nochmal machen. Da sind wir, glaube ich, in Monaco gefahren. Das war eine schwierige Strecke. Gutes Rennen war es auch, mit einem kleinen Fehler am Ende noch. Das könnt ihr euch ja nochmal angucken. Ich verlinke euch das hier oben natürlich, ne? Und ja, Grüße gehen raus an Pascal auf jeden Fall mal, ne? Link ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gerne nachgucken. Und auch Grüße an Amar. Zuallererst, bevor wir die Folge hier anfangen, Sponsorenvertrag erneuern. Also hier, Sliding Shot Full, oder wie der doch heißen, keine Ahnung. Der hat immer gut bezahlt, ich würde den gerne auch erneuern. Und dann würde ich sagen, weisen wir auch schon ein paar Aktivitäten gleich zu. So, die haben wir erstmal erneuert, jetzt die Aktivitäten. Und dann, mal gucken, was wir da noch machen können. So, wir haben ein bisschen Zeit frei, was haben wir hier Schönes? Ja, Teamaufbau ist nicht schlecht und dann können wir gleich nochmal was ausprobieren. So, da sollte die Zeit ganz gut benutzt sein. Und dann würde ich sagen, spuren wir auch schon die Zeit vor, verlieren wir auch keine Zeit hier. Und dann mal gucken, was da so ankommt. Ne? So ein paar Updates auf jeden Fall ankommen. Oh, scheiße, Abteilungseignis. Es gibt hier etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Wir wurden von einer Bauunternehmen angesprochen, das uns Land abkaufen will, um drauf Wohnungen zu bauen. Es gibt einen Bereich, in dem einige von der Chassisabteilung in der Mittagspause spazieren gehen oder Vögel beobachten. Es geht um viel Geld, was soll ich antworten? Wir brauchen das Land nicht, setzt die Verhandlungen fort. So, annehmen, dann kriegen wir 50.000, aber die Moral des Chassisabteilungs wird sinken um 20%. Das können wir uns nicht leisten, momentan. Vorschlag machen, kriegen wir immer noch Geld und die Moral steigt um 10%. Oh ja, das wäre auch nicht schlecht. Oder wir lehnen ab, da kriegen wir nochmal 20% Moral obendrauf. Wir schlagen ab und nehmen lieber die Moral mit. Das ist besser momentan. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. Ja, auf jeden Fall, natürlich, ne? So, auf jeden Fall, es sollen ja ein paar Updates gleich ankommen noch, ne, im Laufe der Zeit bis zum Rennwochenende. Ich hoffe, die kommen auch alle an, weil das ist wichtig für Aserbaidschan. Das ist eine hochgeschwindige Strecke. Da soll auf jeden Fall noch etwas für, ja, das für die Aerodynamik kam an. Und dann werden Teile was ohne Probleme fertiggestellt. Für den Motor ankommen. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ja, Jeff, du laberst momentan ziemlich viel wieder. So, auf jeden Fall mal. Das hätten wir schon mal mit der Aerodynamik. So, jetzt kamen noch zwei Sachen für den Motor, das ist gut. Und noch eins für das Chassis kommen, das soll noch gleich ankommen. So, wir haben im Marketing-Abteilung das Ereignis, das auch noch. Die Personalabteilung hat gefragt, wie du hierüber denkst. Einer unserer Sponsoren würde sich gerne persönlich bei Schumacher bedanken, und zwar mit einem komplett bezahlten Urlaub in einem Luxusstand. Hört sich gut an. Die Freizeit dabei helfen, vom Rennen den Kopf freizukriegen. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr gut für den zweiten Fahrer, besonders für Schumacher auch. Mal gucken, was kommt, wenn wir es abstreiten würden. Für Urlaub ist keine Zeit, wir stecken in einer wichtigen Phase und müssen konzentriert bleiben. Ja, und vorsichtig Vorschlag machen. Ja, dass ihr dann Platz bekommt vom Team. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Angebot an. Ohne irgendwelche Bedingungen, weil dann kann Schumacher sich mal ein bisschen für sich konzentrieren und dann auch runterkommen. Das hilft vielleicht die Leistung. Gute Entscheidung. Danke. Zu verbessern. So, auf jeden Fall, da soll noch ein Update für das Chassis, glaube ich, ankommen, oder? Ja, für das Chassis kam das letzte Upgrade an, das ist sehr gut. Die Pirelli Hot Lap, die überspringen wir wieder, wie beim letzten Mal auch schon. Und dann würde ich sagen, Aserbaidschan ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Strecke. Vor allem für die neuen Autos jetzt, weil die sind ja nicht so wendig wie im letzten Jahr. Und wir springen jetzt sofort ins Q3. Viel Spaß, Daumen da lassen und abonnieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Ciao, ciao. So, da werden wir hier in Q3 auch unsere letzte Runde mit komplett frischen Softreifen. Die erste Runde, die wir gefahren sind, war auf abgenutzten Softreifen aus Q1. Wir haben uns bis jetzt auf Platz 9 qualifiziert, aber ich glaube, jetzt mit den frischen Softreifen sollten wir deutlich weiter vorne hinkommen. So. Auf jeden Fall in Q1 und Q2 haben wir auch schon eine richtig geile Runde hingelegt, nur noch 30 Sekunden, uns auch unter die ersten Session drei Plätze beschert hat, die Zeit.
So, mal gucken, was wir dann in dieser Runde so reißen können. Schumacher, schnellste Runde. Boah, das war mal ein bisschen ziemlich knapp in der Mauer da. Ich habe mir da gedacht, ja, oh, jetzt kommen die Radaufhängung. Aber das ging ja noch einigermaßen. So, halbe Sekunde Verbesserung momentan. 6 Zehntel sind sogar jetzt schon. So, die Kurve sehr gut mitgenommen, die auch. So, die Kurve ist immer ziemlich schwer zu nehmen hier, weil hier sofort über die Mauer so verteilt ist. Und die nächste Kurve hier auch, da muss man auch vorsichtig sein. Oh, ziemlich nah dran. So, wir müssen momentan ein bisschen auf Risiko fahren. Eine Sekunde Verbesserung haben wir momentan, aber wir sind mehr draußen rausgekommen, aber das musste leider sein. Alter, also, wir verbessern uns jetzt schon um 1,16 Sekunden, fast 1,2 Sekunden. Die Kurve ist auch ziemlich schwer mitzunehmen mit den neuen Autos. Da sieht man immer so doll nach vorne geschoben. Mit den alten Autos ging das einigermaßen. So, auf jeden Fall mal jetzt 1,5 Sekunden Verbesserung, wie es momentan aussieht. Mittlerer lila Sektor. Also da ist momentan Top 3 drinne locker. Wenn das so bleibt, wie es jetzt ist. Na komm, geht da noch was? DRS geht jetzt auf. 1,65 Sekunden sind es. 1,651. Und das ist... Welcher Platz? Ah, Platz 2. Super, richtig geil. Der ist ein Erster gewesen. Jetzt bin ich gespannt, wer Erster ist. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Michael Schumacher, der Professor und George Russell. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn's richtig zur Sache geht. Ja, auf jeden Fall mal. Guckt euch das an. Schumacher Erster, wird Zweiter. Gar nicht so viel Abstand, 0,168 Sekunden sind es ungefähr. Und das ist schon eine Hammerleistung. Dritter ist Russell geworden mit seinem Mercedes. Das ist schon eine echt Hammerleistung von unserem Team, dass wir so viel Abstand zu Russell schon haben. Fast eine halbe Sekunde zu Schumacher. Und zu uns ist er auch schon ziemlich weit. Perez dann auf 4 im Red Bull. Da ist die Zeit auch schon ziemlich langsam geworden. So, Alonso dann 5. Und Verstappen nur auf 6. Aber guckt euch mal an, wie knapp der Abstand zwischen Alonso und Verstappen ist. So, da kommt Hamilton. Hamilton auf 7 auch ziemlich schwach. Ferrari auf 8. Sainz auf 8 auch ziemlich schwach. Ja, auf jeden Fall wir dann oben. Das ist sehr gut. Und dann springen wir jetzt auch sofort ins Rennen, ne? Mal gucken, was wir da so reißen können. Guten Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car, Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometern im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90-Grad-Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer lange Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Michael Schumacher startet von der Pole Position und der Professor macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Perez, Fernando Alonso und Verstappen, Hamilton, Sainz, Norris und Esteban Ocon, Ricardo, Leclerc, Yuki Tsunoda und Gasly, Bottas, Stroll, Mick Schumacher und Guanyu Zhou, Magnussen, Albon, Latifi und Sebastian Vettel startet aus der hintersten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. So, da wären wir jetzt in der Startaufstellung hier. Und wir sind auf Platz 2 momentan. Wer hätte das gedacht, nicht? So, gucken wir uns gleich mal die Startaufstellung am besten an. Und dann springen wir auch sofort ins Rennen. So, gucken wir uns erstmal die Strategie eigentlich, die Startaufstellung. So, das sind die Strategien, die vorgeschlagen werden. Ich habe eher mal an sowas hier gedacht. Benzin nehmen wir so für 2,5 Runden mehr mit, weil das könnte gut brauchbar sein hier auf der Strecke in Aserbaidschan. Ist ja sowieso eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Rennen an. Mal gucken, was wir so reißen können, nicht? So, Einführungsrunde ist jetzt bald am Ende. 500 Meter noch bis zur Startbox. Geben wir nochmal hier ein bisschen Gas, um einmal die Reifen gleich hinten aufzuwärmen und die Bremsen zu belasten. So, einmal Vollgas bitte. So, sehr schön. Und jetzt vorsichtig einpacken. Stellen wir uns mal ein bisschen schräg hin als sonst. Da können wir gleich sofort auf die Ideallinie rüberfahren und geradeaus. Das hilft uns ein bisschen beim Start. So, noch ein bisschen mehr noch weiter vorne. Stopp, das sollte rein. Schön geparkt. Versuch gut wegzukommen, wenn es losgeht. Behalt die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. So, sehr gut. Wir stehen schräg in der Startbox. Da kommen auch schon die 5 roten Lichter. Und es geht auch schon. Los. Hoffentlich guter Start von uns. Und der ist sehr gut. Wir gehen sofort auf die Ideallinie rüber. Die Schuhmacherfahrer liegt innen. Verliert dadurch auch ein bisschen Zeit. Wir gehen außen vorbei und es funktioniert sogar. Ey, Leute, es hat funktioniert. Ey, wenn man da nicht verbunden ist, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich euch nicht mehr helfen. Ne? So, auf jeden Fall, es hat funktioniert. Wir sind der Erste. Wir haben den Start gewonnen. Dadurch, dass wir schräg in der Dings standen, in der Box. In der Startbox. Und jetzt sind wir erstmal Erster. Und jetzt müssen wir das verteidigen hier vorne. Ganz wichtig jetzt momentan. So, erster Leder-Sektor. Aber dass Alonso so weit vorne ist, das ist wirklich krass. Platz 4 momentan für Alonso, das ist so eine Hammerleistung von ihm. Aber schon mal ein bisschen näher reingekommen jetzt. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht da in der Kurve. Aber ich glaube, das sollten wir in der ersten Runde noch verteidigen können, weil das ja erstmal nicht erlaubt. Nur er hat Windschatten, das wird ein bisschen schwierig gleich. So, er schaut aus, wir drängen ein bisschen weg, machen unser RS jetzt auch an. Und wir sind gleich schnell. Ah, jetzt sind wir sogar einen kleinen Tick schneller. Ah, er kommt wieder, wir machen das RS wieder an. Und wir sind gleich schnell momentan, wir sind gleich schnell, wir verteidigen wieder außen und es funktioniert auch. War ein bisschen knapp mit der Wand gerade. Aber es hat funktioniert. Die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. So, Ende von Runde 2. Schumacher ist wieder dran. Wir konnten uns eben noch ein kleines bisschen lösen, jetzt ist er wieder dran. Russell ist auch ziemlich nah dran. Gut, du hast am 18. Ne? Wir müssen verteidigen, wir sind momentan ein bisschen schneller mit dem RS. Russell, schnellste Runde. So, wir müssen außen verteidigen. Wir lassen genug Platz in, damit Schumacher sich dann weghaut. Sehr gut. Ja, Schumacher kommt jetzt, das DRS wird jetzt erlaubt. Er hat jetzt das DRS. Hinter uns hat der Windschatten. Und er versucht es innen, wir verteidigen außen. Und wir bleiben vorerst noch Erster. Sehr schön.
Also der steht uns jetzt aber die ganze Zeit terrorisieren, da wird jetzt nicht abreißen lassen. Ja, da kommt Schumacher jetzt, wir drängen ein bisschen nach außen, nach innen, verteidigen außen und es funktioniert zurzeit noch. Aber mal gucken, wie lange wir das noch aushalten werden. So. Da kommt Schumacher wieder, weil er versucht es innen. Wir verteidigen außen, wir drängen ein bisschen weg, aber er ist schneller momentan. Rein wir uns mal erstmal hinter ihm ein, dann kriegen wir vielleicht das DRS auf der Geraden. Könnte helfen. Oh, da kommt Russell jetzt auch noch. Oh, Russell müssen wir jetzt auch noch kurz aufpassen. Oh. Das DRS haben wir jetzt bekommen. Und wir ziehen vorbei, aber sowas von. Guckt euch das mal an, wie wir vorbeiziehen hier. Jo. Nur frühzeitig bremsen, sonst verpassen wir die Kurve noch. Zack, vorbei. Sehr schön. Runde 4. Schumacher will es wieder versuchen, aber diesmal lassen wir nicht den Platz. Aber jetzt waren wir ein bisschen mehr draußen. Aber jetzt kommt er wieder. Oh nein! Er kommt wieder! Aber, oh, also in diesen Kurven sollte man lieber nicht zu zweit fahren. Gut, dass wir jetzt kurz vom Gas gegangen sind, weil sonst, naja, wäre nicht so schön geendet. Oh, Russell ist jetzt gerade in so einem kleinen Zwiespalt. Jetzt kommt er nicht vorbei, da ist die Mauer schon. Oh, das war knapp. Auch für uns, wir starten schnellste Runde. Wir müssen ein bisschen früher bremsen, wir sind innen und lassen Schumacher mal vorbei. Vielleicht kann er uns mal so ein bisschen mitziehen im Windschatten. Das wäre nicht schlecht. Der ist. Weil der ist, glaube ich, sowieso schneller als momentan. Deswegen lassen wir ihn mal ein bisschen ziehen erstmal. Und Russell ist schon auf Platz 4. So, Runde 9. Schumacher konnte sich absetzen mit 3,1 Sekunden. Der nächste Kandidat, keine der hinter uns ist, ist Verstappen. Russell war eine Zeit lang auf Platz 3, bevor Verstappen ihn überholt hat. Da kommt jetzt Verstappen, aber wir müssen verteidigen. Auf jeden Fall, Russell war auf Platz 3, da konnten wir uns absetzen mit 4 Sekunden ungefähr. Dann kam irgendwann mal Verstappen und hat alles aufgeholt wieder. Und es zieht jetzt erstmal vorbei. Wir lassen ihn erstmal hier und kriegen das DRS dafür für die Gerade. Und versuchen dann zu attackieren mit dem Windschatten DRS und ERS. Ja, wir gehen innen rein, wir versuchen es innen und oh, ganz knapp mit der Mauer da unten ist das funktioniert. Außen noch genug Platz gelassen, wir Verstappen. Also wer da gleich nicht abonniert, ne, da weiß ich auch nicht. Runde 10, hier kommt Verstappen schon wieder. Versucht es wieder innen. Übrigens der Boxenstoppfenster für die harten Reifen ist jetzt offen für uns. Wir gehen innen rein und es funktioniert. Okay, super, Oscar. Wir müssen dranbleiben. Sehr schön. So, auf jeden Fall in dieser Runde fahren wir in die Box. Unsere Reifen sind schon bei 48% Abnutzung. Wir gehen jetzt auf die harten Reifen und versuchen das dann mit den Reifen zu Ende zu fahren auf dem harten. So, Ende von Runde 11, wir gehen jetzt in die Box, unsere Reifen schon bei 51%. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. So, noch alles aus der Batterie rausquetschen, was noch geht. Schumacher 6,4 Sekunden Abstand, hat zu viel Zeit gekostet, das Battle gegen Verstappen. Oh, das war knapp in der Mauer da. Vorsichtig anbremsen hier und dann hoffentlich ein guter Boxenstopp von unserem Boxencrew, das ist wichtig. Russell fährt weiter, Verstappen kommt an die Box, Hamilton kommt auch an die Box. So, frühzeitig einbiegen noch und dann. Zack, 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 Jungs, beeilt euch. 2,3, sehr gut. Die Stoppzeit sieht gut aus, wir sind sehr zufrieden. Sei ja, gut, sehr zu gut. Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. So, wir sind momentan auf Platz 6, vor uns alle auf Medium. Kommen noch in die Box in der nächsten Runde alle oder übernächsten. Oh, die Reifen sind aber arschkalt, ey. Boah, da wird jetzt kein Vergnügen. Ende von Runde 12. Teamkollege kommt in die Box. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Michael kommt an die Box. Michael an der Box.
Oh, Schuh ist ausgeschieden. Okay, alles und das dein Safety Car. Nein! Ey, so viel Glück kann man noch nicht haben. Ey, alle, die jetzt in die Box kommen, die jetzt auf den ersten 5 Plätzen sind, da habe ich so verdammt Glück, dass meine normale Renngeschwindigkeit fahren kann und die ganze Zeit dieses scheiß Tempolimit hat. Ey, die kommen jetzt alle, also zumindest Schuhmacher kommen jetzt so hart vor uns raus, wir hätten ihn so wie das von bekommen, ne? Ey, guckt euch das mal an. Aber immerhin sind wir wieder Zweiter geworden dadurch. Nicht allzu viel verloren, Platz 2 sind wir immer noch. Okay, das sollte reichen. Oh, Kettle ist auch ausgeschieden, was hat der denn gemacht? So, da wären wir jetzt hinterm Safety Car. So, die Safety-Car-Phase endet jetzt langsam. Gott sei Dank. Aber wenn es nicht schief gehen sollte und alles so bleibt, wie es ist, dann sollten wir heute einen Doppelsieg einfahren können. Abgesehen, wir könnten Rusty hinter uns lassen in dieser und Runde rein. Weil das machen wird noch wir uns eine harte, das harte Leistung. Wenn das Feld beschleunigt, denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety-Car kommt in dieser Runde rein. So, gehen wir mal ein bisschen runter vom Gas und jetzt wieder auf Vollgas. So, jetzt gehen wir auf Gas, Windschatten mitnehmen und dann jetzt können wir überholen, wir gehen nach außen. Erstmal keine Panik, aber wir haben ein Problem entdeckt. Wir untersuchen es noch. Oh, wir haben ein Problem, aber mal gucken, welches. Grüne. So, wir sind Erster momentan. Russell kommt aggressiv innen rein bei Schumacher. Geht auch vorbei, so. Wir sind momentan Erster. Oh, Schumacher kommt angeflogen im Windschatten. Wir haben anscheinend ein Problem mit dem ERS. Und wir haben kein ERS mehr. Wir haben kein ERS mehr. Auf der wichtigsten Abschnitt haben wir kein ERS mehr. Und vor allem auf der wichtigsten Strecke hier, wo man sowieso ERS braucht, Motorleistung, alles, haben wir kein ERS mehr. Der ist gesperrt. Wir haben ein Problem. Ein ganz gewaltiges Problem haben wir momentan. Aber wir können es... Momentan sind wir im Mittelsektor. Da ist ein bisschen kurvig. Da könnten wir Glück haben, dass Schumacher uns nicht wollte. Da kommt er jetzt innen, wir müssen außen verteidigen hier nochmal in dieser Kurve. Und wir bleiben vorerst wieder noch das vorne. Das Problem wurde behoben, aber wir werden es weiter im Auge behalten. Oh, Gott sei Dank, das Problem wurde behoben und wir haben unser ERS wieder. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch so ein Problem, was die Motorleistung beeinträchtigt. Auf jeden Fall, da kommt Schumacher jetzt wieder rein im Windschatten. Wir müssen versuchen zu verteidigen. Und es funktioniert vorerst. So, jetzt wird schwierig gerade. Kein DRS, aber dafür Windschatten mit ERS. Und Schumacher kommt immer näher ran. Wir machen jetzt unsere Batterie auch an, die jetzt mittlerweile wieder funktioniert. Und versuchen mal vorne zu bleiben. Und es funktioniert so halbwegs. Gleich schnell. Verteidigung innen. So. Sehr gut. Platz 1 für uns immer noch. Ja, Runde 18. Da kommt Schumacher jetzt. Das DRS ist übrigens wieder erlaubt. So, wir verteidigen mal außen gehen, versuchen innen reinzugehen und es funktioniert. Boah. Das war knapp. Ja, Ende von Runde 18, da kommt Schumacher wieder. Auf der langen Gerade, jetzt gibt's DRS.
Die müssen mit ERS verteidigen so ein bisschen. Ah, da kommt die Mauer, da kann Schumacher nicht weiter. Wir verteidigen diesmal außen und belassen innen genug Platz, damit er überleben kann. Und wir sind blind, vorerst Erster. Sehr schön. So. Oh. Ah, da kommt Schumacher jetzt wieder. Versucht's innen. Russell kommt hinter uns her. Wir verteidigen außen, wir müssen außen sogar verteidigen. Und Bottas schnellste Runde im Alfa Romeo, geil. So, oh, Russell kommt durch. Oder auch nicht. Ja, heftiges Battle da hinter uns. Runde 19. Schumacher kommt wieder rangeflogen. Saugt sich in einen Windschatten. Und wisst ihr was? Wir lassen ihn mal ziehen. Wir versuchen ihn mal ziehen zu lassen. Jetzt. Wenn er es schafft, dann soll er sich absetzen. Und wenn nicht, dann kassieren wir ihn gleich wieder ein. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, der ist sowieso momentan schneller als wir. Wenn er sich absetzen kann, ist gut, dann soll er fahren. Und wenn nicht, dann kassieren wir ihn wieder ein und sind wir dann wieder Erster. So, Runde 21. Wir haben Schumacher mittlerweile wieder einkassiert. Verstappen ist momentan auf 3, Russell hat es nicht mehr geschafft. So, da kommt Schumacher jetzt, er will es unbedingt wissen, wieder innen rein hier. Wir verteidigen außen. Wir sind Rad an Rad. Müssen diesmal zurückziehen. So, jetzt heißt es, dass wir dranbleiben für uns. Und nicht viel Zeit verlieren. Oh, Verstappen. Wir müssen außen verteidigen in der Kurve oder versuchen einen Switchback innen rein. Oh, das hat sogar funktioniert in der Kurve. Eieiei, da ist sowieso fast kein Platz. Und wir haben Switchback gemacht, geil. Also wenn da nicht abonniert, dann weiß ich auch nicht, ne? Würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet und ein Abo da lässt. Runde 24 von 26. Wir gehen jetzt in die 25. Runde, in die vorletzte Runde. Und wir haben so viel Windschatten. Oh, wir haben so die schnellste Runde. Haut euch das mal rein. Wir verteidigen, wir versuchen außen anzugreifen und wir können uns neben ihn setzen. Aber leider nicht überholen. Aber wir haben ja noch die nächste zweite DRS gerade. Versuchen wir es hier außen vorbei. Oh, da hat er viel Übersteuern, der Schumacher gehabt. Und wir kriegen hier auch noch DRS und sind vorbei. Platz 1 für uns wieder. Oh, da kommt Schumacher wieder im Windschatten ran. Ohne DRS sogar noch. Und ah ja, aber jetzt vorbei. Jetzt sind wir wieder Erster. So. Mal gucken, was da noch geht. Eine Runde haben wir noch. Ende von Runde 25. Wir beginnen gleich unsere letzte Runde hier in Aserbaidschan. Und dann wird sich entscheiden, ob Schumacher oder wir gewinnen. Auf jeden Fall, es wird ein Doppelsieg für uns werden, wenn wir uns die gegenseitig weghauen. Wir verteidigen außen. Wir müssen außen verteidigen. Wir sind vorerst Erster. Da kommt Schumacher. Verstappen ist auch da, wir kriegen das DRS wieder von Schumacher. Hoffentlich kann Schumacher sich verteidigen gegen Verstappen. Wir versuchen Schumacher so ein bisschen DRS Windschatten zu geben. Ja, da kommt Verstappen jetzt. Komm, Schumacher geht innen rein. Ja, ist Zweiter geblieben, sehr schön. So, hoffentlich haben wir gleich einen Doppelsieg, das wäre doch geil. So, da greift Schumacher jetzt sogar noch an nochmal in der letzten Runde. Er will es hier außenrum probieren und dann innen rein, aber nee, da bleiben wir erst vorne. So, vorsichtig mit der Kurve hier. Ja, 7 Zehntel ungefähr Abstand, 6 Zehntel. So, das ist jetzt ganz spannend. Oh, da sammeln wir sich mit der Mauer gerade. So, hier nochmal vorsichtig die Kurve mitnehmen. Oh, die Kurven sind hier schwer mitzunehmen. So, jetzt ist ganz wichtig, Schumacher hat jetzt DRS und Windschatten. Und wird jetzt sehr wahrscheinlich vorbeiziehen. Wir haben DRS, ERS und gar nichts mehr. Und er wird vorbeiziehen und wir vorbeiziehen. Nein, wir haben es nicht geschafft. Nein, aber wir sind Zweiter geworden, immerhin. Großartiges Rennen, echt großartig. Wir freuen uns sehr über diese Leistung.
Nach diesem Rennen gibt es ein paar enttäuschte Gesichter an der Boxenmauer. Aber nicht hier. Das war ein fantastischer Sieg. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Der Professor vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führenden vergrößern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, auf jeden Fall mal, ne? So, in der Konstrukteursmeisterschaft sieht das so aus: 72 Punkte vor Red Bull, 91 Punkte vor Ferrari. Wir sind Erster mit 243 Punkten. Zu Aston Martin hat immer noch 7 Pünktchen. Ja, und da hat sie eigentlich nichts getan, eigentlich in der Konstrukteursmeisterschaft. Gucken wir uns mal die Fahrerrangliste an. Die ist ein bisschen spannender, finde ich. Zumindest momentan, weil das letzte Rennen sah nicht so besonders prickelnd aus. So, wir sind momentan Erster mit 20 Punkten Abstand vor Verstappen. Schumacher auf 3, 39 Punkte Abstand zu uns. Und dann Ferrari, Sainz, Leclerc, 78, 74, auch knappes Duell. Russell jetzt hat Perez geholt, dafür, dass er jetzt so ein starkes Rennen hatte. 12 Punkte vor ihm, 62 Punkte zu 50 Punkte. Das ist auch schon eine Hammerleistung. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal hier das Rennergebnis an. Schumacher hat gewonnen. Wir sind Zweiter geworden, wir haben die schnellste Runde noch. Aber guck mal, knappes Finish war das, also ehrlich. 56.000stel, das ist heftig. Verstappen dann auf 3, Russell auf 4, Sainz auf 5. Knappes Duell zwischen Sainz und Russell nochmal. Norris, Hamilton, schlechtes Rennen wirklich. Ricardo, gutes Rennen im McLaren. Haas, guck mal, Mick Schumacher wieder auf 10, von 17 gestartet, ein Pünktchen. Starke Leistung, Tsunoda dann. Dann hier unten Fernando Alonso von 5, auch wirklich schwaches Rennen. Perez von 4 auf was? Auf, keine Ahnung, 16. Das ist wirklich schwaches Rennen. Albon, Vettel, Gasly ausgeschieden. Und da war das auf jeden Fall mal ein krasses Rennen. Hat richtig Spaß gemacht. So, da kriegen wir noch ein bisschen Teamanerkennung. Die Geldkohle, ganz wichtig. Und da wären wir wieder zurück, nicht? So, auf jeden Fall, wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ist auch alles kostenlos, keine Sorge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim großen Preis von Kanada wieder. Auch eine sehr gute Strecke in Kanada. Auch einer meiner Lieblingsstrecken. Mal gucken, was wir da so reißen können. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüssle.